Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem kleinen, ja, mehr oder weniger zu einer Art Ankündigungsvideo für wer weiß was. Wir haben ja einen recht mysteriösen Livestream auf dem Kanal von @TrainSimulator. Das ist praktisch der offizielle Kanal vom DTG bzw. vom Transim World, vom Train Simulator. Da werden eben die ganzen Streams gemacht, hier wird alles vorgestellt. Das ist der offizielle Kanal von DTG und da läuft seit 114 Minuten zum Zeitpunkt der Aufnahme ein Livestream, der hier unten eine Uhr hat, die jetzt noch ungefähr 21 Stunden und 51 Minuten runterlaufen wird. Das heißt also, morgen um 17 Uhr deutscher Zeit werden wir hier wohl irgendetwas zu sehen bekommen, was uns vermutlich alle interessieren wird, würde ich mal behaupten. Die, die sich das angucken, werden wohl Interesse daran haben. Was sehen wir hier? Machen wir ganz kurz Pause. Wir sehen hier zwei Schienenstränge, die hier in einen Tunnel hineingebaut worden sind. Wir haben im Hintergrund Alpen. Also weiß ich nicht, ob es die Alpen sind. Das ist auf jeden Fall ein großer Berg. So. Wir haben hier vorne sehr felsige Landschaft. Sieht auf jeden Fall auch sehr detailliert aus. Wir haben hier Gras, wir haben hier Blumen, wir haben hier Bäume. Und wir haben Oberleitungen. Und das ist auf jeden Fall schon mal ganz interessant. Vor allen Dingen die Tatsache, dass wir hier einen großen Berg haben. Was könnte das heißen? Könnte das vielleicht darauf hindeuten, dass wir vielleicht eine alpine Strecke bekommen werden? Irgendwas in Richtung Österreich? Könnte es so etwas sein? Was glaubt ihr, was das sein wird? Könnte es irgendwas ganz anderes sein? Dann haben wir aber bei diesem Stream nicht nur dieses Bild hier, das übrigens auch halt weiterläuft, sondern wir haben auch so kleinere. Ja, so kleinere Veränderungen im Laufe des Streams. Zum Beispiel das hier. Experience the Ambience. Da oben rechts in der Ecke. Und wir hören Vogelzwitschern im Hintergrund. Was könnte das heißen? Das könnte heißen, dass vielleicht im TSW, eventuell in diesem TSW 3, von dem ich nicht weiß, ob es das geben wird, wir werden es morgen erfahren. Da könnte es sein, dass eventuell die Ambiente-Sounds, die atmosphärischen Sounds, also so zum Beispiel eben Vögel zwitschern, das Gebrabbel von Menschen, das Arbeiten von irgendwelchen Fahrzeugen, von Autos, von allem Möglichen, dass wir vielleicht so etwas bald im TSW haben werden. Wir haben zwar sowas schon so ein bisschen, aber es hat halt nie bisher besonders gut geklappt und zwar wirkt auch nie besonders überzeugend. Und es kann sein, dass vielleicht daran gearbeitet wurde und unter anderem dieses Feature jetzt im TSW, also in einem eventuellen TSW 3, maybe, da das Ganze dann drin ist. Wir haben aber noch kleine weitere Teaser, unter anderem hier diese Ballons, die hier langfahren. Lang fliegen, Heißluftballons. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, worauf das hinausdeuten könnte, weil Heißluftballons hatten wir auch schon im TSW. Die gibt es zum Beispiel auf der Schnellfahrstrecke Köln-Aachen. Da gibt es auch einen Heißluftballon, den man da reinsetzen kann als Mastery Reward. Insofern, also sieht cool aus. Kann vielleicht darauf hindeuten, dass wir bald mehr einfach insgesamt so Ausgestaltung an der Strecke haben, mehr Leben an der Strecke. Vielleicht könnte es auf sowas einfach hindeuten. Oder gibt es irgendeine dezidierte Eisenbahnstrecke, die mit Heißluftballons in Verbindung steht? Falls ihr es wisst, sagt es mir. Wir haben ansonsten auch noch einen weiteren Teaser, den ich ganz interessant finde, nämlich muss ich eben kurz suchen. Da. Make your journey spark. Und ich bin mir recht sicher, dass ich sagen kann, ich weiß, worauf das hinauslaufen wird. Wir hatten ja schon bei der Isle of Wight mit der Class 484 von Rivet Games das erste Mal ja so eine Art Bügelfeuer gehabt. Hatten wir da halt mit der dritten Schiene, ich weiß immer noch nicht genau, wie das heißt, weil Bügelfeuer kann es ja nicht sein, aber vielleicht irgendwie so, keine Ahnung, Stromabnehmer, Schuhfeuer, wie auch immer. Und ich gehe mal davon aus, dass jetzt alles, was neu erscheinen wird, insgesamt dieses Bügelfeuer haben wird. Diese Entwicklung von diesen Lichtbögen, die halt eben entstehen, wenn zwischen Pantograph und Oberleitung ein gewisser Abstand halt eben vorhanden ist. Vor allen Dingen, wenn die Oberleitung vereist ist, dann entstehen dann diese Lichtbögen. Und ich gehe davon aus, dass das heißen wird, dass wir jetzt hier überall Lichtbögen haben werden. Eben vor allen Dingen, wenn die Oberleitungen vereist sind, gehe ich gehe mal ganz stark davon aus, dass dieses Feature da drin sein wird.
Ich könnte mir aber auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, was das sein könnte. Und wir haben etwas weiteres, was ich ganz interessant fand, nämlich. Nämlich, jetzt muss ich das nur finden. Wo war das denn da? Also, das hier ist unser Standardbild. Und das wird jetzt gleich in ein paar Sekunden wechseln. Nämlich zu diesem Bild hier. Was ist hier zu sehen? Ich mache kurz Pause. Erstens hat sich das Lichtsystem komplett verändert. Ich finde generell, das Lichtsystem sieht ganz anders aus als im TSW-2. Ich kann mir vorstellen, dass das heißen könnte, DTG das Lichtsystem insgesamt überarbeitet hat. Dann haben wir hier Vögel. Etwas, was wir so bisher auch im TSW nicht hatten. Dass wir da animierte Vögel hatten, die durch die Luft fliegen. Und was wir auch haben, und das sieht man nur, wenn ich es laufen lasse, achtet mal auf die Wolken. Seht ihr? Die verändern sich. Die Wolken verändern sich. Und zwar scheint das Ganze ziemlich, ja, in diesem Sinne sich spontan zu verändern. Kann das vielleicht heißen, dass wir jetzt bald ein Wettersystem haben, das sich eventuell spontan ändert? Bisher haben wir ja nur ein einziges Wetter, das man auswählen kann für eine Timetable-Fahrt und dann fährt man halt eben los. Und das Wetter ändert sich nicht, aber jetzt könnte es vielleicht heißen, dass sich eventuell das Wetter dynamisch verändert. Weil, na, ihr seht es ja hier, die Wolken und volumetrische Wolken als Feature von Unreal Engine wurden auch schon häufig diskutiert. Kann es sein, dass es vielleicht auch sowas ist? Volumetrische Wolken, also Wolken, die im Grunde genommen auch einen richtigen Schatten nach sich ziehen, sodass man wirklich die Sonnenstrahlen durch die Wolken hindurch sehen kann. Auch hier bewegen sich übrigens die Wolken, habe ich noch gar nicht gesagt. Hier sieht man es auch. Es kann gut sein, dass uns da eventuell eine große, große Ankündigung morgen um 17 Uhr auf diesem Kanal hier Train Simulator erwartet. Ich werde auf jeden Fall dabei sein, mir das angucken. Wir sehen auch hier übrigens den Twitter-Kanal von Train Sim World 2, den offiziellen Twitter-Kanal. Da wurde auch zum Beispiel das Profilbild jetzt komplett geändert und es ist jetzt einfach nur noch diese Sonne mit den Wolken. Ja, und ansonsten halt eben die Erinnerung: morgen 17 Uhr deutsche Zeit auf dem Kanal von TSW2. Ich werde es auf jeden Fall verlinken in der Videobeschreibung. Ich werde dabei sein. Ich bin ganz gespannt. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Ich hoffe, ihr könnt mir auch in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, worum es sich dabei handeln wird. Und ja, ich wünsche euch bis dahin alles Liebe und alles Gute.